Ja, Leute, herzlich willkommen beim Bastelschwaben. Ja, ich habe mir doch diesen Spindelstein verkauft und da musste natürlich unten rein so ein Schrank. Ich habe den bis jetzt immer auf so Plastikboxen draufstehen gehabt und das war eigentlich nur so eine Notbehelfslösung. Vor allen Dingen, weil das für mich irgendwo eine Platzverschwendung ist, die ich überhaupt nicht brauchen kann. Rauskommen ist eigentlich ein ganz schnell gebauter Schrank. Den könnt ihr euch hier anschauen. Da habe ich unten drin meine Fächer für meine Schleifpapiere. Und da oben habe ich meine Schublade, wo ich die ganzen Schleifhülsen, Schleifklötze, Werkzeuge, alles etc. reintun kann. Das Ding ist wirklich eine ganz einfache Arbeit. Es geht wirklich schnell, wird zu sehen. Viel lustiges Werkzeug dabei dieses Mal. Und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann bleibt ihr jetzt dran, denn nach dem Intro geht's los. Ja, es geht heute mal um meinen kleinen Schrank. Ich möchte mir für meinen Spindelschleifer einen Unterschrank bauen. Habe auch schon alle Einzelteile da. Ich habe mir die Einzelteile diesmal im Baumarkt zusägen lassen, weil ich selber nur genug Rohholz da habe. Und ich möchte jetzt momentan noch nichts bestellen, weil ich eventuell ja in die neue Werkstatt umziehe und das möchte ich dann alles in einem bestellen. Ja, ich habe mir da mal eine technische Zeichnung gemacht, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Und habe mir die ganzen Sachen dann beim Baumarkt zuschneiden lassen. Bestehen tut das Ganze aus den Seitenteilen von der Schublade. Das sind die vier Teile. Da sind zwei kürzere, zwei längere Teile dabei. Wie das genau funktioniert, das erkläre ich nachher noch, weil ich die ja mit dem Fräser, mit diesem Verleimfräser mache. Dann habe ich hier den Korpus für meine Schubladen, weil geplant ist ja, dass ich mir seitliche Fächer mache, wo ich die Schleifblätter rausnehmen kann. Dann habe ich hier meine vier Zwischenböden und meine Einlegeböden für die Schublade selber. Und mein Kopf und mein Boden und mein Kopf und mein Unterteil von dem Ganzen. Losgehen tut das Ganze. Und das mache ich eigentlich jetzt gleich, bevor ich es vergiss. Ich habe hier die Einschubböden und in den Einschubböden, da möchte ich ja diese Aussparungen drin haben, damit ich die greifen kann. Und um dass ich die sauber greifen kann, muss ich mir mal ungefähr die Mitte anzeichnen. Oh, jetzt habe ich einen Schmarrn gemacht. Das ist die Mitte. So, und dann brauche ich irgendwas, wo ich mir die Rundung damit säge. Da brauche ich irgendeinen großen Durchmesser. Ach, da haben wir doch schon was. Mein Stutzen von meiner Klimaanlage, der müsste ungefähr passen. Ja, das ist doch, das schaut doch richtig gut aus. So, ach, das schaut doch perfekt aus. Das schaut perfekt aus. Das gefällt mir gut. So, das Ganze wird jetzt auf der Bandsäge ausgesägt.
können wir da weitermachen. Das ist jetzt mal das Erste, was ich gemacht habe. Und zwar die 3,52 mal 3,36. Das heißt, geplant ist das Ganze einmal so und so und so. Da müssen wir aber als allererstes, nur bevor wir das Ganze jetzt zusammenbauen, müssen wir natürlich die ganzen Nuten dafür fräsen. Und zwar habe ich gerade gesehen, das ist kein 6 mm Sperrholz, das ist ein 6,5 mm Sperrholz. Das heißt, ich muss meinen Nutenfräser anders einstellen. Aber das machen wir jetzt dann gleich mal im Anschluss. Okay. Die werden gefräst, da brauche ich 4 Nuten drin. Und das Ganze zeichnen wir mal an. Ich habe eine Höhe von 225 mm. Sind 450, sind 45. Wenn ich es da 5 teile. 4 Zwischenböden sind 5 Fächer, also teile ich es da 5, dann habe ich 45. Das heißt, ich mache einmal bei 45 mit der Nut und ich mache einmal bei 90 mit der Nut. Und wenn ich jetzt hier wieder bei 45 mit der Nut mache und bei 90 mit der Nut, müssten Hadam Riese und Eva Zwerg 45 zwischen bleiben. Perfekt. Ja, da muss ich jetzt bloß schauen, damit es schön gleichmäßig wird, mache ich das natürlich an einem Stück. Das heißt, ich mache das Ganze 5 mm tief, oder habe ich das falsch? 3,20 habe ich lichtes Maß und 3,30 bin ich tief, also 5 mm lichtes Maß. Das heißt, ich mache es 5,5 mm, dann habe ich einen halben Millimeter Luft. So, einmal, zweimal. Mein hochmodernen Anschlag. Jetzt brauche ich 48 mm. 3 mm haben wir im Mittelpunkt weg. Haben wir schon mal die Grundsätze haben wir schon mal.
Ja. Ach so. Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Okay, die muss ich nur schnell schneiden. Ja, jetzt habe ich mit dem Bandschleifer das Ganze mal geschliffen. Wie ihr es auch gesehen habt, ergibt es eine wunderschöne Fügung von dem Band. Also das legt sich wunderschön in die Rundung rein. Das sieht doch richtig gut aus, oder? So, jetzt kommt dann noch der Deckel oben drauf. Und die sind da weiter unten drin, kann man jedes sehr sauber nehmen. Natürlich auch ganz unten, aber da kommt erst der Deckel nur rein. Also, dann können wir es leimen, passen tut's. Ja, ich habe mir ja im Sommer über habe ich mir einen kleinen Luxus gegönnt, den habe ich aber für was anderes braucht, deshalb habe ich ihn hauptsächlich gekauft. Ich habe einen kleinen brauchbaren Kompressor braucht, der genügend Luftleistung bringt. Draufgekommen bin ich auf den hier, der leistet sehr gute Arbeit und ich habe mir von Güde diesen Nagler noch dazu gekauft. Das nehme ich jetzt als kleine Hilfe zum Verleimen her. Ihr werdet selber sehen, wie gut der ist. Er ist nicht mal sehr laut und ich kann ihn wirklich bedenkenlos empfehlen, Leute. Und das Ganze lassen wir jetzt trocknen. Kann man sich das mal anschauen. Und so, der erste Teil von meinem Schrank ist schon fertig.